Sehr geehrte Zeitberichte TV-Zuseher, wir sind diesmal in Oeynhausen, einem Stadtteil von Dreiskirchen, wo heuer das Fest des 1. Mai gefeiert wird. Verschiedene Organisationen der SPÖ Dreiskirchen waren dort vertreten, wie zum Beispiel die Frauen der SPÖ Dreiskirchen mit ihrem Palatschinkenstand, die Volkshilfe mit einem Zelt, wo man sich den Blutzuckerwert messen lassen konnte, sowie die Kinderfreunde mit einer Luftrutsche und einer Hüpfburg. Für die kleinen Gäste gab es Ponyreiten und man konnte sich das Gesicht kunstvoll schminken und bemalen lassen. Herr Bürgermeister, es wird von manchen hinterfragt, ob dieses Fest in Zeiten wie diesen noch sinngemäß ist. Naja, gerade jetzt dann der nicht leichte Zustand, in dem sich die Sozialdemokratie als Partei in Österreich befindet, zeigt, wie wichtig das es eigentlich wäre, die Diskussion zu führen, immer wieder zu hinterfragen, welche Existenzberechtigung eine Partei hat, welche Interessen sie zu vertreten hat. Und gerade der 1. Mai ist einer, wo man unabhängig vom Tagesgeschehen, von den kleingeistigen manchmal Diskussionen, die tagtäglich das politische Geschäft beherrschen, grundsätzlich manifestieren, für wen und warum es die Sozialdemokratie eigentlich so dringend brauchen würde. Und wenn ich brauchen würde, sagen, dann schwingt hier kritisch mit, dass natürlich jetzt nicht der Zustand ist, den ich mir vorstelle von einer Sozialdemokratie. Deswegen ist es eben wichtiger, dass mehr und mehr Menschen aufstehen und sagen, es braucht einen radikalen Wechsel hin zu einer konsequenten, modernen Interessensvertretung, gepaart und aus der Kraft heraus, was eigentlich die ursprüngliche Interessensvertretungsanspruch der SPÖ war. Es braucht wirklich viele Menschen in Österreich, aber weltweit braucht eine funktionierende und starke Sozialdemokratie. Und da ist der 1. Mai eigentlich eine gute Gelegenheit, das zu manifestieren. Bei einem guten Schnitzel mit Kartoffelsalat und Getränken saßen die Besucher dieser 1. Mai-Veranstaltung noch gemütlich beisammen. Zum Abschluss gab es noch eine Tombola, wo sehr viele schöne Preise verlost wurden. Als Hauptgewinn konnte man ein Mountainbike gewinnen. Mit diesen Bildern verabschiedet sich Zeitberichte TV von dieser Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal.